Das ist das 3x3-Konzept. Für was stehen diese jeweiligen Dreien? Okay, heute, vierte Teil, kommt es zu drei Ebenen. Erst einfach und dann doppelt. Also, Vorbereitung. Wir starten auf Beckenhöhe und los geht's. Ziehen, dran denken, Wirbelsäule gestreckt, Handgelenke falten, frei. Halten, spüren, Haltung bewahren. Wir sind in den letzten 5 Sekunden. Bleibt dran, so zum Aufwärmen, so ist ganz gut. Und langsam locker. Okay. Ha, Schultern auf Schulterhöhe und auch hier wieder los geht's. Einfach Handgelenke falten frei, lange Wirbelsäule. Spüren, Knie sind leicht gebeugt, Ellenbogen leicht gebeugt. Das Übliche, das kennst du ja mittlerweile. Und komm. Letzten Sekunden sind auch wieder kurz vor der Tür, jawohl. Und locker. Langsam Spannung aufbauen, langsam Spannung abbauen. Okay. Über Kopf und los geht's. Auch da Schulterblätter ziehen, Kontrolle des Ganzen. Ruhig bleiben, halten, halten und jetzt langsam locker. Und jetzt, zweiter Teil, doppelt nehmen, also ein bisschen anstrengender wird das Ganze. Auf Beckenhöhe beginnen und los geht's, ziehen. Ach da, spüre ruhig den Kontrast, konzentriere dich. Handgelenke falten frei. Jawohl, lange Wirbelsäule. Deine Schultern arbeiten deutlich mehr jetzt. Das ist okay. Ist die zweite Runde. Du hast schon ein bisschen was geübt. Und locker. Im Hintergrund die Glocken. Sehr schön. Und Schulterhöhe. Auf geht es. Ziehen. Handgelenke falten frei. Lange Wirbelsäule, Knie, Bauch, Po, spür das. Auch da, zweite Runde, ruhig ein bisschen Energie, Kraft hineinbringen. Und langsam wieder auch hier locker lassen. Sehr gut. Okay, und es geht weiter. Über Kopf, letzte Runde, konzentriert, nochmal ein und oh! Power fest, Schultern tief, Handgelenke falten frei, halten, halten, sehr gut, komm, letzten 10 Sekunden sind dran, also auch da gleich geschafft das Ganze, halten und langsam locker, okay, vierte Runde, leichtes Kontrast mit erster Runde einfach, zweites doppelt. Und auf geht's! Hallo und willkommen in diesem wirklich fantastischen, einfachen Kurs. Das ist das 3x3-Konzept. Für was stehen diese jeweiligen Dreien? Die erste 3 steht für 3 Minuten. Die Übung, die du hier angeboten bekommst, dauert 3 Minuten. In diesen 3 Minuten zeige ich dir unterschiedliche Varianten, wie du hier mit diesem Widerstandsband etwas für dich machen kannst. In dem Fall für deine Schultern. Im täglichen Leben ist es bei uns einfach so, dass wir gerne hier so nach vorne kommen. Und das kann unsere Körperhaltung sehr stark beeinflussen. Damit du einen Ausgleich zu dieser Vorhaltung der Schultern bekommst, bekommst du mit dem 3-Minuten-Programm mit dem Widerstandsband eine kleine Übung, die dir hilft, dagegen anzuarbeiten. Also einen Ausgleich zu deiner täglichen Haltung zu bekommen. Die zweite 3 bedeutet, das Ganze 3-mal in der Woche zu machen, weil ein gewisses Training braucht seine Wirkung und eine Häufigkeit. Und wenn du das alle 2 Tage machst, was eben ein guter Trainingsintervall ist, dann hast du das schon raus. Diese 3 Tage können zum Beispiel MMF sein, Montag, Mittwoch, Freitag oder die Dosa, also Dienstag, Donnerstag und Samstag. Ich denke mal, du verstehst das Konzept. Und damit ein Training auch wieder eine längerfristige Wirkung hat, geht das Ganze über nur 3 Monate, zumindest erstmal. In diesen 3 Monaten lernst du unterschiedliche Varianten kennen, was du alles mit diesem Widerstandsband machen kannst. Manchmal ist es doppelt, manchmal ist es nur einfach genommen und auch manchmal ist es nicht nur doppelt, sondern eben auch 4-fach. Und dadurch werden deine Schultermuskeln gekräftigt.
Was du dann eben erreicht hast, wird am Ende dieses Kurses, diese 3 Monate, wirklich stabile Schultern sein und auch ein neues Körpergefühl für deine gesamte Körperhaltung. Entscheide dich dafür und lass es dir oder lass dich einfach mal überraschen, was es mit dir macht. Ich freue mich, wenn wir uns dann in diesem Kurs noch weiter sehen.